Da sind wir wieder. Julian Jules Weißbach, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Hast ja eine halbe Weltreise hier hingelegt. Aus Unna bist du angereist, der Weltstadt. Dankeschön. Schön, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Ja, wirklich, 2,5 Stunden nur für dich jetzt extra hingekommen. Ich habe dir auch was mitgebracht. Ich habe nämlich, dass du vielleicht, ich weiß nicht, hast du sowas wie ein Cheat Day? Gibt es ja manchmal. Ne? 100%. Den haben wir alle. Also natürlich achte ich ein bisschen auf die Ernährung, aber nicht immer. Ich bin da nicht so strikt und folge einer Diät. Okay, dann habe ich hier für dich natürlich etwas mitgebracht. Wir könnten jetzt die Produktplatzierung machen. Das kennst ja perfekt, du als Influencer? Ja, na klar. Das Influencer der ersten Stunde, sagt der Richtige. Vielen Dank, mein Lieber. Du gehst schon oft trainieren, oder? Ich gehe schon oft trainieren, ja, das stimmt. Ich meine, ich bin es natürlich auch gewohnt. Ich habe ja das große Glück gehabt, irgendwie mein Hobby zum Beruf zu machen mit dem Basketball. Und dementsprechend habe ich das auch jahrelang hauptberuflich verfolgt und war dann natürlich gewissermaßen gezwungen, auch viel Sport machen zu müssen. Und Krafttraining. Okay, das heißt, du bist Nationalspieler, warst du ja. Bist du noch? Nee, bin ich nicht. Möchtest du wieder sein? Nee, ich glaube, die Ehre wurde mir tatsächlich zuteil, dass ich ein paar Sommer mit der Nationalmannschaft verbringen durfte. Mhm. Ich war keiner, der jetzt in der Nationalmannschaft vorangegangen ist, wie so ein Dirk Nowitzki. Also ich habe gut erste Liga gespielt und habe auch 10 Jahre dort irgendwie mithalten können. Dann hatte ich aber 1-2 schwere Knieverletzungen und dementsprechend. Okay. Ich mache das jetzt aber auch seit 2019 gar nicht mehr hauptberuflich. Die meisten werden dich wahrscheinlich so ein bisschen, du hast gerade gar nicht mehr kennen, ne? Influencer, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen auch YouTuber, Social Media der ersten Stunde, ne? Mister direkt irgendwie sind natürlich ein paar Namen im Gedächtnis. Ich habe mich natürlich auch informiert, so wie man das so tut. Über Begriff Pong ist natürlich gar ganz groß. Luke, Joyce, die Zuschauer Luke Modric, Joyce Ilk. Wenn du YouTuber oder Influencer, wie man heute schimpft, Content Creator, so ein bisschen in der ersten Stunde, der das alles so miterlebt hat, wo sich jetzt eine komplett eigene Berufsgruppe auch entwickelt hat, war das für dich, ist das einfach so gekommen? War das ein Hobby? War das schon immer irgendwie ein angestrebtes Ziel, damit Geld zu verdienen, damit größer zu werden? Wie kam das? Vielleicht kannst du da ein bisschen so Hintergründe geben. Auch für natürlich alle Jüngeren, die zuschauen, weil das läuft natürlich auch auf YouTube. Und das ist mittlerweile, muss man ja ganz klar sagen, ein großer Berufswunsch von vielen, die einfach sagen, ich möchte Content Creator oder YouTuber, Influencer werden. Ich habe also ganz früh angefangen, ich bin auf die Straße gegangen, habe so gefragt, wie viele Bundesländer haben wir zum Beispiel? Da war die Antwort 4. Ja. Und welche? Und dann sagen sie Nordrhein-Westfalen und Bayern-München. Das war Bayern-München, schön. Ja, das waren die 4 Bundesländer. Und das hat mir Spaß gemacht, einfach mit den Menschen so in Interaktion zu gehen, zu kommunizieren. Und dann habe ich das einfach ins Internet geladen und um das meiner Mutter das zum Beispiel zu zeigen oder Freunden. Ja. Irgendwann haben das auch andere sich angeschaut und dann hatte ich das große Glück, dass dann bei YouTube gab es die Original Channel, das waren finanzierte Kanäle von YouTube aus, die dann gesagt haben, okay, wir wollen so gesehen gegen das Fernsehen, damals war das noch nicht so, das war 2010, 2011, haben dann gesagt, okay, wir wollen unbedingt gegen das Fernsehen gewinnen. Und deswegen machen wir diese Original Channel. Und da hatte ich das große Glück, das muss man auch sagen, dass ich dann von dem Phil Laude, kennst du den? Ja. Guckst du das auch gerne? Oder? Der macht bei Bullshit TV ist ja mit drin, kann das sein? Oder bin ich jetzt komplett verkehrt? Ja. Oder hat er auch gemacht? Genau, bei Titi ist es. Und hast du es früher geschaut eigentlich? Ich habe es nicht geschaut. Ich war tatsächlich, muss ich sagen, in meiner Jugend, das YouTube-Thema an mir ist komplett vorbeigegangen. Ach. Okay, was hast du so gerne geschaut? Kennst du noch DuckTales? Kennst du die zum Beispiel? Ja, 100%. Aber ich war dann wirklich immer, als kleines Kind habe ich von meinen Eltern immer extrem viele Disney-VHS-Kassetten bekommen. Und war ich drauf hängen geblieben und der Rest war dann auch Sport. Ich habe gefühlt mich nur mit Basketball beschäftigt. Kennst du diese High School Musical, wo immer alle mitsingen auch? Kennst du das? Ja, kenne ich. Dieses Kenne ich. Aber ich war dann nur der kleine Stöpsel, der im Urlaub bei den Animationstänzen mitgemacht hat. Ah, okay, ja, stimmt. Das gab es auch immer, ne? Die Animation. Ja. Und dann hatten wir das große Glück, bei Pong mitzumachen und dort waren wir in einer Comedy-WG, die gab es wirklich, da haben wir selber auch gewohnt und dort haben wir dann wirklich jeden Tag Videos produziert und das hat Spaß gemacht, das hat wirklich Spaß gemacht. Das ist geil, vor allem wenn du hast gerade gesagt, irgendwie 2010, 11, 12, das war ja wirklich der Anfang und da wollte YouTube oder die Original Channel wollte gegen das Fernsehen quasi gewinnen. Mittlerweile muss man sagen, der Kampf... Haben sie gewonnen, oder? Mittlerweile. Also ne, linear geht immer mehr runter, muss man ganz klar sagen. Die Streaming-Kanäle gehen immer weiter nach oben und es hat mehr als seine Daseinsberechtigung. Und das ist natürlich dann schon geil. Dann wirst du da eingeladen, bist in so einem Creator-Haus, würde man heute schimpfen. Ja, Creator, ja. Ja, du hast wahrscheinlich das mit,
geprägt, gestaltet, ne? Kann man ganz klar sagen. Ach, ich war wirklich ja nun wirklich so ein winziger Teil. Aber ich wollte immer so mit denen arbeiten. Das hat, also ich hatte immer gesagt, ich möchte mit YouTubern arbeiten, weil die damals YTT waren die Nummer 1 mit 1 Million Abonnenten. Und die haben da wirklich, wirklich angefangen, einfach Videos hochzuladen. Weil darum ging es. Es ging noch nicht so um die finanziellen Aspekte. Es ging noch nicht so darum, irgendwie um das Geschäft zu sprechen. Mhm. Wie muss ich mich jetzt darstellen? Was trage ich jetzt? Weißt du, ich finde das auch, diese Scheinwelt, die kennst du ja auch. Absolut. Und ich finde das schrecklich, dass die Leute sich einen vormachen in dieser Scheinwelt. Man ist ein Vorbild. Du bist ja auch bestimmt ein Vorbild für andere. Klar. Und da haben wir eine große Verantwortung. Und das Vollkommen. Müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir aufpassen, was wir sagen, wie wir es sagen. Und immer mitdenken, dass wenn wir öffentlich auftreten oder auch im persönlichen, privaten, das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, oder? Wie ist das, wenn du absolut. So wenn du so privat vielleicht, du hast eine Freundin? Ich habe eine Freundin, genau. Ach, toll. Ich finde, das ist auch ein sehr wichtiger und guter Punkt. Es ist egal, ob man im Social Media irgendeine gewisse Reichweite oder Followerzahl hat, wenn man Person der Öffentlichkeit ist, egal ob durch die Medien oder vielleicht durch Social Media, und das ist auch wurscht, wenn man 500 Leute da hat, es ist völlig egal, glaube ich. Du hast eine Verantwortung, dir gucken Menschen zu aus einem bestimmten Grund, und das muss man auch, darüber muss man sich bewusst sein. Das ist toll, André, was du sagst. Du sagst zum Beispiel, ja auch die Verantwortung geht schon ab 2 Follower los, so gesehen. Absolut. Und du sagst auch gleichzeitig, und das finde ich toll, es ist völlig egal, wie viele Follower wir haben oder sonst irgendwas. Immer dieser Vergleich ist doch schwachsinnig. Es ist auch schwachsinnig. Das ist auch genau, finde ich auch schön, dass du es ansprichst. Diese Oberflächlichkeit einfach dieser ganzen Social-Media-Welt oder der Bubble, weil da wirklich viele Leute machen sich selbst was vor und die machen den anderen was vor. Und da glaube ich halt einfach, dieser Trend, der jetzt da ist, dieses wieder mehr real sein, weniger Filter, einfach auch seine Ecken und Kanten zeigen, dass der Trend ein guter ist. Trotzdem haben wir immer noch auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die einfach so eine Scheinwelt vorleben. Es muss immer ein dickes Auto sein, es muss die teuerste Reihe sein, die größte Suite. Machen wir uns alles nicht vor, ja? Wir lieben natürlich liebe ich auch Luxus. Ich gehe auch gerne schön essen, bin in einem schönen Hotelzimmer und fahre auch gerne ein schönes Auto. Aber es ist halt noch ein Unterschied, ob ich die ganze Zeit die Kamera raufhalte und sage, oh, guck mal, wie geil ich schon wieder hier und Leute und Hände. Weil letzten Endes sind das auch, glaube ich, nicht die Werte, die ich vermitteln möchte. Und da muss sich, glaube ich, auch jeder auch selbst fragen. Möchte er so ein Bild nach außen tragen? Ne? Toll, dass du das sagst auch. Wenn wir über Reality sprechen, ja, du hattest ja auch in der Vergangenheit das ein oder andere Format auch. Inwieweit musstest du da eine Rolle spielen und inwieweit bist du jetzt realer? Ich finde es erstmal ziemlich geil, dass wir ein Interviewformat haben und du hier eigentlich quasi der Fragensteller gerade bist. Ach so. Nein, das ist aber gut. Ist das gut? Ich kann nein, das war gar kein Angriff. Ich finde es charmant. Weil mich das wirklich interessiert, André. Hast du mit dem Thema Reality schon Berührung gehabt? Oder? Nee, leider noch nicht. Deswegen frage ich, wie läuft denn sowas auch überhaupt ab? Ja, erstmal muss man dazu sagen, das ist auch mal eine sehr oft und häufig gestellte Frage, ist das alles echt oder ist das gescriptet? Also Reality ist von A bis Z echt. Alles, was passiert und was gesprochen wird, ist tatsächlich passiert. Trotzdem, du wirst es als YouTuber, ehemaliger YouTuber kennen. Man muss die Videos am Ende, auch wir filmen extrem lange und es wird dann runtergekürzt. Das heißt, man kann natürlich da auch gewisse Chronologien schaffen, gewisse Spannung aufbauen, vielleicht Charaktere zuteilen, je nachdem. Und im Reality-TV, es ist wie im wahren Leben. Es gibt Menschen, die sind komplett echt und sind so, wie sie sind und verstellen sich auch gar nicht. Es gibt aber auch Leute, die spielen eine gewisse Rolle. Aber das hast du auch, wenn keine Kamera drauf fällt. In einem ganz normalen Unternehmen, der Chef ist vielleicht ein realer Chef und sagt, komm, meine Mitarbeiter, wir machen einen Betriebsausflug und gehen Kanu fahren zusammen oder einen trinken. Und einer ist halt einfach da und spielt irgendwie eine Rolle. Also das hast du, das ist nicht nur ein Reality-TV. So, ich glaube, das hast du bestimmt auch schon erlebt. Ja, also mit meiner Mutter spreche ich anders als mit meiner besten Freundin. Und mit meiner besten Freundin spreche ich anders wahrscheinlich als mit meiner Arbeitskollegin. Gutes Beispiel. Da weißt du, mit wem du sprichst und drückst dich wahrscheinlich auch dementsprechend gewählter aus. Ja, genau. Das denke ich schon. Aber ich finde vor allem, wenn wir so über die Werte sprechen, dann ist das Wichtigste, dass wir von den Werten sprechen, wo wir einfach auch überzeugt sind. Ne? Und wie war das dann, wenn ich dich fragen darf? Oder ist das so ein Thema, wo wir vielleicht was zu skippen wollen, dann können wir da auch... Bei mir gibt es nichts zu skippen. Ich habe gefühlt schon jede doofe Frage gehört, aber es gibt keine doofen Fragen, das war falsch formuliert. Jede schwierige, zu beantwortende Frage, und ich bin auch keiner, der irgendwie ein Blatt vom Mund nimmt. Ich bin auch offen.
so wie du überhaupt YouTube ganz verpasst hast, habe ich wahrscheinlich dieses Reality auch ganz verpasst. Also ich kann dir nichts über Reality sagen. Wie war denn das? Also das heißt, du hast dich da beworben, weil du wirklich, also wir reden jetzt von dem einen Format mit der Rose. Das Rosenformat, die ich jetzt auch wieder nicht dabei habe. nee, bei mir war es tatsächlich so. Ich, hauptberuflich Basketball, habe auch nur den Blick darauf gehabt und habe aber immer mal schon wieder gehört, so Fernsehen, Medien wird doch irgendwie zu dir passen. Du kennst das, diese ganzen Interviews, du kennst es von Kameras, begleitet zu werden irgendwie beim Sport, kann sich einigermaßen irgendwie ausdrücken. Optisch passt auch. Warum ist das nicht was für dich? Und da habe ich mir gedacht, oh, ganz ehrlich, Medien nach dem Sport finde ich gar nicht schlecht, sei das in die Richtung Moderation oder Schauspiel, das finde ich interessant, weil das auch, das kannst du lange machen. Also das hat kein Verfallsdatum wie beim Sport. Mhm. Und als ich dann, wie gesagt, diese Knieverletzung hatte, habe ich einfach geschaut, ist es vielleicht eine Möglichkeit, einen sauberen Übergang in die Selbstständigkeit zu bekommen, mhm, nach dem Profisport. Und dann habe ich, zu der Zeit war ich dann Single, ich kannte mich mit Reality TV A nicht aus und B, ich kannte auch Der Bachelor gar nicht. Also ich habe das schon mal gehört, aber ich habe das nie geschaut. Ich habe da nur mitbekommen, okay, da ist irgendein Typ, der sieht gut aus, der kommt so rüber, als ob er ein dickes Konto hat und das ist irgendwie der perfekte Typ, der 20 Frauen datet. So, gleichzeitig konnte ich mich nicht mit identifizieren und habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Ich war zu dem Zeitpunkt aber dann Single und habe mir gedacht, dann habe ich natürlich ein bisschen auch rumgehört, wer macht das so, was könnte das für Möglichkeiten geben, und habe dann einfach gesagt, das wäre für mich vielleicht eine schöne Chance, in die Medien zu kommen und darüber auch einen Anschluss zu finden, aus dem Profisport in die Selbstständigkeit. Und dann habe ich mich quer beworben und dann fingen die Gespräche an. Ich habe aber auch parallel damals noch geschaut, spielst du Basketball weiter? Und damit das jetzt hier nicht einen zu großen Bogen macht, war es dann tatsächlich so, dass ich einen Zweijahresvertrag im Ausland unterschrieben habe zum Basketballspielen. Und ich war kurz davor, in die Slowakei umzuziehen, habe dann aber die Zusage von Warner Brothers gekriegt, den Bachelor machen zu dürfen. Und das war dann für mich ein entscheidender Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, gehst du jetzt ins Ausland Basketball spielen noch 2-3 Jahre, nimmst die Kohle mit und machst das, oder wählst du vielleicht den anderen Weg? Und das war natürlich schon eine radikale und auch krasse Entscheidung, weil ich gesagt habe, ey, das ist, der Sport hat dir so viel gegeben, du hast damit so viel gemacht und auch erreicht, lässt du diese Konstante jetzt komplett wegbrechen und gehst einfach ins Ungewisse. Das ist mutig. Ich habe es dann gemacht, ich habe es auch nie bereut, weil es mir einfach super viele Optionen gegeben hat und ich finde, es war eine gute Entscheidung für mich, auf jeden Fall. Also du sagst nachher, nach diesem, wenn du so einen Schlussstrich darunter ziehst, das war die richtige Entscheidung, auch Bachelor zu sein. Ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war es die richtige Entscheidung für mich. Würdest du es heute anders machen? Ich bin kein Typ, der Dinge bereut. Es gibt sicherlich Dinge, wie bei uns allen, wo man sagt, da hätte man sich vielleicht anders verhalten, da hätte man vielleicht den Weg ein bisschen feinjustiert, aber durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, bin ich ja jetzt auch da, wo ich bin. Welche Erfahrung hast du denn gemacht oder welche war entscheidend? Boah, da gab es einige. Also natürlich hat mir der Sport unheimlich viel gegeben, der hat mir Werte vermittelt, wie teamfähig zu sein, keine Ahnung, Liebe deinen Mitmenschen gegenüberzubringen, dass ich auch relativ früh gelernt habe, in einem jungen Alter schon zu reifen und auch zu einem Vorbild teilweise für Leute zu sein, was ich am Anfang ja gar nicht verstanden habe, weil ich natürlich irgendwie sportlich dann da bin, wo Leute vielleicht auch hinwollen und dass auch Kinder zu einem aufschauen. Ne? Und dann durfte ich auch viel mit Kindern zum Beispiel arbeiten, das hat mir unglaublich viel gegeben. Aber ich habe natürlich auch, im Sport ist es natürlich auch so, wenn du ein schlechtes Spiel machst, bekommst du eine schlechte Kritik, klar. Und das ist aber auch, wenn du deinen Job schlecht machst oder in anderen Augen schlecht machst, dann gibt es halt Leute, die draufhauen. So, und gerade Reality, Person in der Öffentlichkeit, wie auch immer, da ist es natürlich noch brutaler. Die ganze Deutschland, Yellow Press, egal ob das ein Promiflash ist oder eine Bildzeitung, da gibt es immer irgendwelche Schlagzeilen, die dann vielleicht auch mal aus dem Nichts kommen, wo man sich dann überlegen muss, okay, äußere ich mich jetzt oder bin ich lieber ruhig? Oder da kannst du auch schon mal schlechte Erfahrungen machen. Und ja, auch die habe ich gemacht. Das Thema Rassismus habe ich erlebt in den Kommentaren. Ich kenne auch das Thema Rassismus, gerade Hautfarbe. Also, ich habe hier den lieben Jules und er hat mich gechallenged. Und ich wollte jetzt gerne mal was mitteilen. We'll be right back.